wir haben heute zwei sehr spannende Lightning Talks von Christian Große und Laura Enzberger. Die dritte Speakerin kann heute leider aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen. Dafür haben wir am Ende vielleicht mehr Zeit für Fragen aus dem Publikum. Genau. Oder wenn jetzt gleich während der Vorträge schon Fragen, Anregungen ankommen, aufkommen, können Sie auch gerne in den Chat schreiben, in der rechten Spalte. Und ja, damit wünsche ich euch allen viel Spaß und übergebe an den ersten Speaker, Christian Große. Ja, vielen Dank für diese Anmoderation. Mein Name ist Christian Große. Ich starte vielleicht direkt damit, dass ich mich kurz vorstelle und mal so ein bisschen erzähle, was ich so mache. Ich bin Student und zwar in den Fächern Publizistik und Soziologie an der Uni Mainz, aber hauptsächlich bin ich seit 2019 klimaaktivistisch unterwegs, sowohl auf der Straße, aber vor allem im Kontext Students for Future. Das ist so die Auskopplung von Fridays for Future eben für Studierende und da geht es ganz viel darum, wie man eben Klimaschutz an Hochschulen tragen kann. Zum einen natürlich im Bereich Betrieb, aber mein Steckenpferd ist so ein bisschen die Klimabildung, weil das auch ganz gut mit meinem Fokus auf Klimakommunikation zusammenpasst und das eben ein sehr effektiver Weg ist, um langfristig Aufmerksamkeit für die Klimakrise zu schaffen. Da war ich schon bei Projekten wie der Public Climate School aktiv und jetzt gibt es zwei Projekte, die ich heute mitgebracht habe, die noch so ein bisschen anders ablaufen und die sich so ein bisschen der Frage, die ich mir für meinen Lightning Talk jetzt gestellt habe, unterordnen, nämlich wie es Studierende schaffen können, über ihr Studium hinaus und über die kurze Zeit, die sie an der Universität verbringen, eben eine nachhaltige Veränderung zu machen oder eben plakativ formuliert, wie Studierende es schaffen können, eine altehrwürdige Universität zukunftsfähig zu machen. Und um das so ein bisschen näher zu bringen, würde ich erstmal ein bisschen die Ausgangslage, die wir an der Uni Mainz, meiner Universität, hatten, als ich da hingekommen bin, schildern und danach würde ich zwei Projekte kurz vorstellen und dann drei Tipps mit an die Hand geben. Und dann gibt es das alles nochmal schön auf einer Folie. Das heißt, ihr könnt einfach euch zurücklehnen und zuhören und habt dann nochmal alle Informationen geballt zur Verfügung am Schluss. Also, als ich an die Uni Mainz gekommen bin, ging da leider noch nicht so viel mit Klimabildung. Also das wurde sehr stiefmütterlich behandelt und in den allermeisten Fächern halt eben gar nicht angerissen. Also wenn man nicht zufällig Meteorologie studiert hat und dann vielleicht das Glück hatte, das eine Seminar zu belegen, das sich mit der Klimakrise auseinandersetzt, hat man selbst in naturwissenschaftlichen Studiengängen, in denen es irgendwie naheliegend wäre, sich damit auseinanderzusetzen, nicht unbedingt die Garantie gegeben, dass man irgendwie mit der Klimakrise konfrontiert wird. Und nicht nur ich, sondern auch viele andere Studierende an der Uni haben das dann im Zuge der For-Future-Bewegung irgendwann als Problem identifiziert. Und nachdem wir ganz lange eben selbstständig Projekte gemacht haben, also wirklich am Grundlevel, am Studierendenlevel und da wahnsinnige Erfolge feiern konnten, wie zum Beispiel eben mit der Public Climate School, einer Woche, wo Lehrende ihre Veranstaltungen auf Klimabildung umlegen, haben wir gemerkt, okay, das lebt aber ganz viel von dem Engagement der Studierenden und es wäre auch schön, wenn die Universität sich daran beteiligen würde. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir uns erstmal eben Formate überlegt haben und das erste Format, das wir da direkt an der Hand hatten, war das Zukunftsmodul. Es müsste doch ein Modul geben, in das all diese Inhalte, die es vielleicht schon verstreut gibt, eingepflegt werden und zwar auf eine moderne, interdisziplinäre Art und Weise, dass wirklich Bildung für nachhaltige Entwicklung im universitären Kontext lebt. Das haben wir dann eben ausgearbeitet, meine MitstreiterInnen und ich. Und was dann so das erste Key Learning ist, dass wir eben gesagt haben, okay, wir versuchen das nicht auf dieser grundlegenden Ebene umzusetzen, also auf der Studierendenebene, sondern wir versuchen an die höchste Ebene ranzukommen und Verantwortung zu den Verantwortlichen auch zu tragen. Und das war in unserem Fall das Gutenberg-Lehrkolleg, ein Gremium, das sich vor allem mit der Lehre auseinandersetzt, wo der Vizepräsident für Studium und Lehre, so die höchste Instanz, die man da haben kann, drin sitzt und ganz, ganz viele andere Dozierende. Und da sind wir aufgeschlagen, haben uns mit einigen Mails einen Termin verschafft. Wir waren relativ überrascht, dass Studierende auf einmal in dieses Gremium reinströmen, das aus 20 Personen normalerweise besteht, von denen zwei Studierende sind, die aber eher berufen werden, ist, dass sie irgendwie wirklich aus der Studierendenschaft kommen.
Und dann standen wir auf einmal als drei Studierende da, haben das gepitcht und es ist wirklich ganz großartig angekommen, weil auch direkt davor eben der Bedarf geäußert wurde nach so etwas, aber auch für diese Menschen halt die Schwierigkeit war, okay, da müsste man jetzt erstmal ein ganzes Konzept ausarbeiten und wir sind eben mit einem Konzept fertig angekommen, eben einem Modul als Baukasten, in dass Studiengänge ihre eh schon nachhaltigen Veranstaltungen reinpacken können, in dem aber auch neue Veranstaltungen geplant werden können und das aus jedem Studiengang heraus wählbar ist. Und gesagt, getan, über viel Arbeit haben wir es jetzt innerhalb von einem Jahr geschafft, dass wir nächste Woche tatsächlich die Premiere des Zukunftsmoduls feiern können mit unserer ersten auch eigenen Veranstaltung, die Visions for Climate heißen wird. Das wird eine Ringvorlesung über die Klimakrise, wo jede Woche ein neues SDG beleuchtet wird und jede Woche ein neuer Fachbereich eben zum Sprechen kommt, auch zu diesem SDG, aber alles dreht sich um die Klimakrise und die Veranstaltung ist ansonsten noch ein bisschen peppiger aufgezogen, aber mit Blick auf die Zeit würde ich das jetzt mal hinten anstellen und vielleicht in den Fragen dann noch beantworten. Aber das Wichtige ist, an dieser Veranstaltung, die wir nächste Woche starten, merkt man den zweiten wichtigen Punkt, den ich hier mitvermitteln möchte, nämlich, dass man von Anfang an auf Masse planen sollte, also auf viele, viele Teilnehmende. Und damit meine ich wirklich über den Bezugsrahmen eines durchschnittlichen Seminars hinweg oder über den Bezugsrahmen einer durchschnittlichen Vorlesung hinweg. Dass das irgendwie intrinsisch für uns selbst motivierend ist, ist, glaube ich, jedem hier klar. Wenn man viele Leute erreichen kann und viele Leute irgendwie was Neues zur Klimakrise lernen können, gibt einem das natürlich mehr, als wenn es bei wenigen Leuten nur der Fall ist. Aber zum anderen ist es halt eben unglaublich wichtig, mit diesen großen Visionen anzukommen tatsächlich, mit etwas, das auch öffentlichkeitswirksam für die Universität wieder sein kann und das dann tatsächlich irgendwie in die Umsetzung zu tragen, dazu gleich später mehr. Aber dadurch, dass wir halt eben von Anfang an gesagt haben, okay, wir wollen eine Klimavorlesung im größten Hörsaal der Universität machen oder mit dem zweiten Projekt, wir wollen einen Studiekongress für 250 Personen gestalten, haben wir es halt eben geschafft, dass die Universität erstmal natürlich verwundert war und dann gemerkt hat, oh, das könnte ein Projekt sein, das ein richtiges Aushängeschild für uns wird. Und das ist natürlich auch in unserem Interesse, wenn die Universität das als etwas begreift, womit man sich eben brüsten kann. Und gesagt, getan, jetzt haben wir mit Visions for Climate die Situation, dass wir über 1000 Anmeldungen haben, über 700 Anmeldungen an der eigenen Universität und dann noch viele Externe, die eben zu unserem Livestream, den wir auch anbieten werden, dazuschalten. Und das wäre, glaube ich, nie möglich gewesen, wenn wir von Anfang an nicht gesagt hätten, dass wir auch eine ähnlich große Veranstaltung eben machen wollen. 1000 war dann doch noch ein bisschen mehr, als wir erwartet haben, aber wir sind schon in die Hunderter mit dieser Vorlesung eben gegangen. Genauso mit dem zweiten Projekt, das ich noch ganz kurz anreißen möchte, das ist die ClimateCon. Die ClimateCon, das ist ein Projekt, das vor ungefähr einem Jahr dann aufgekommen ist, denn während das Zukunftsmodul total nach innen wirkt und super viele Studierende an der Uni Mainz erreicht, braucht es natürlich auch irgendwas, was nach außen wirkt und was die Studierenden vielleicht auch von anderen Hochschulen abholt. Und da ich und andere des Häufigeren auf Konferenzen waren und teilweise auch in Präsenz auf Konferenzen waren und gemerkt haben, was für eine coole Sache das eigentlich ist, wie viele tolle Leute man da kennenlernt, wie viel man da in kurzer Zeit lernen kann und mit wie viel Motivation man rausgeht für die eigenen Projekte, haben Inga Taumibui, ich möchte den Namen einfach nennen, weil sie so wichtig ist für das ganze Projekt, und ich uns gedacht, dass wir genauso etwas gerne an der Uni Mainz veranstalten würden, in Gestalt der ClimateCon, einer Konferenz, die dann doch nochmal ein bisschen anders tickt als die Standard-Hochschulbildungskonferenz, dahingehend, dass eben dieses studentische Engagement besonders stark repräsentiert ist, dass es nicht eine kleine Gruppe von Studierenden gibt, die sich mit viel Fachpublikum auseinandersetzt, sondern dass 200 Studierende ankommen zur Konferenz und ungefähr 50 Personen aus der Lehre oder auch aus der Verwaltung von Universitäten. Der Hintergrundgedanke ist da ein bisschen, dass dann eben die Konferenz ein Minimodell von einer tatsächlichen Universität ist, aber mit VertreterInnen aus ganz, ganz vielen Ecken von Deutschland. Und und das veranstalten wir dann eben und wir werden da 3 Tage die Leute im Mai 2023 nach Mainz einladen. Und auch da war es super wichtig, von Anfang an zu sagen, okay, wir wollen
250 Personen da irgendwie unterbringen und das auch bei der Finanzierungsverantwortung direkt irgendwie mit einzubringen und gleich irgendwie unserem finanziellen Träger, dem BMBF, mitzuteilen und das dann auch gleich in die Gespräche reinzubringen, was so ein UnterstützerInnen-Netzwerk angeht und was so die Gruppe von Personen angeht, die sich für dieses Projekt eben begeistern können. Und das ist dann auch schon der dritte Punkt, den ich aufgreifen möchte an Key Learnings, nämlich, dass es unglaublich wichtig ist, Begeisterung für diese Projekte zu schaffen. Das ist etwas, was manchen vielleicht super schwierig vorkommt jetzt aus dem Stegreif und anderen super, super einfach vorkommt. Für mich ist es immer total einfach aus dem Bauchgefühl heraus, weil ich gar nicht nachvollziehen kann, wie man sich nicht für sowas begeistern kann. Auf der anderen Seite ist natürlich anderen Menschen viel mehr die Arbeit, die hinter so einem Projekt steht, bewusst als etwas, was auch anstrengend ist und dementsprechend da die Begeisterungshürde höher. Aber es ist unglaublich wichtig, die Begeisterung immer präsent im Team zu halten und immer eine Gruppe zu haben von Personen, die wirklich, wirklich für dieses Projekt brennt und die bereit ist, da ja auch über den Tellerrand hinaus zu blicken und auch wirklich das immer das Beste für das Projekt im Sinne zu haben. Also es ist nicht einfach umzusetzen um des Umsetzens Willens, sondern wirklich, wirklich eine hochqualitative Veranstaltung machen zu können. Und da hatten wir auch wahnsinniges Glück, dass wir da die richtige Menge an Personen gefunden haben. Aber es hat auch damit zu tun, eben genau die richtigen Personen anzusprechen, sich aktiv darum zu bemühen, auch in höheren Stufen der universitären Leiter genau die richtigen Personen irgendwie in sein Team zu holen, in sein Netzwerk zu holen und natürlich auch außerhalb der Universität nach Anerkennung zu suchen. Wenn es zum Beispiel in der eigenen Universität gerade nicht so das Bewusstsein dafür gibt, gibt es trotzdem viele, viele Stellen, die irgendwie Initiativen gerade suchen und die dann eben auch die unterstützen wollen und sei es nur ideell. Also wir wurden zum Beispiel mit der ClimateCon von den Digital Changemakern gefördert. Wir waren da in so einem Accelerator drin und das war ein wahnsinnig großer Faktor, dass wir auf einmal dieses Aushängeschild hatten und dass es dort eine offizielle Stelle gab, die halt eben gesagt hat, ja, das, was ihr macht, ist richtig cool und das wollen wir gerne fördern und das hat uns nochmal einen wahnsinnigen Boost gegeben, um uns Gehör zu verschaffen. Und damit gehen auch diese drei Punkte, diese drei Key Learnings, die ich jetzt zum Schluss nochmal betonen möchte, um wirklich auch den Sprung zu schaffen von nicht nur Studierende können Veränderungen an ihren Hochschulen anstoßen, sondern jeder kann das. Die gehen am Schluss Hand in Hand, nämlich einmal Verantwortung zu den Verantwortlichen tragen. Das klappt besonders gut, wenn man eben die notwendige Begeisterung hat. Und die notwendige Begeisterung entwickelt man gut, wenn man ein Projekt auf Masse plant und wenn man was wirklich Außergewöhnliches macht. Und das ist wieder etwas, was Verantwortlichen gefällt. Und so schließt sich der Kreis. Also diese drei Punkte kann man sich wie in so einem Dreieck vorstellen, dass sie Hand in Hand gehen. Das war jetzt erstmal der inhaltliche Teil. Ich teile jetzt nochmal ganz kurz eine Folie, wo einfach alle Informationen drauf sind, falls man sich noch näher informieren möchte. Also nochmal die drei Key Learnings und Kontaktdaten. Also das ist einfach ja immer ultra wichtig. Jede Person, die irgendwie Interesse an diesen Projekten zeigt, ist unglaublich willkommen. Man kann natürlich auch mir eine E-Mail schreiben, aber gerne auch einfach auf die Webseiten der Projekte gehen. Bei der ClimateCon ist die Webseite gerade im Aufbau, deswegen ist der bessere Pfad, wenn man Instagram hat, auf unseren Instagram-Account zu gehen und da vielleicht ein Abo dazulassen. Und beim Zukunftsmodul ist die Webseite und der Instagram-Account schon super aufgestellt, einfach weil das Projekt ja auch schon ein bisschen länger besteht. Genau, das war es von meiner Seite. Ich freue mich riesig, falls irgendwie Fragen noch kommen, sowohl zu den Projekten als auch zu der Strategie, vielleicht auch zu Hürden, die dann trotzdem aufgekommen sind. Und ja, ich wünsche noch viel Spaß beim nächsten Lightning Talk. Veronika, du bist, glaube ich, noch stummgeschaltet. Ja. Oh, das tut mir leid. Danke, Christian. Vielleicht hast du in der Zwischenzeit
Da kannst du die Kontaktdaten nochmal in den Chat kopieren, damit die Leute das besser für sich speichern können. Und dann geht es erstmal weiter mit dem Lightning Talk von Laura Ensberger. Genau. Vielen Dank schon mal für die Vorstellung. Ich teile auch gleich mal meinen Bildschirm. Also ich bin Laura Ensberger. Ich studiere jetzt im 5. Semester Management erneuerbarer Energien an der Hochschule Weinstephan-Triesdorf. Und genau, ich würde dann auch direkt mal anfangen. Nachhaltigkeit. Was ist das eigentlich? Jeder weiß ungefähr, was Nachhaltigkeit ist, tut sich aber schwer, das Wort genauer zu definieren. Und tatsächlich, es gibt keine einheitliche Definition, was schon mal zeigt, wie individuell dieses Thema eigentlich ist. Nachhaltigkeit bedeutet für jeden etwas anderes. In so vielen Bereichen wird schon nachhaltige Veränderung vorgenommen. Aber wie sieht das Ganze denn jetzt an unseren Hochschulen und Universitäten aus? Naja, einerseits gibt es bereits schon Nachhaltigkeitskonzepte und auch Nachhaltigkeitsbeauftragte an den Hochschulen und Universitäten selber. Genauso meistens auch schon konkrete Konzepte zur Energiegewinnung. Das heißt, es ist die Nutzung von Strom aus regenerativen Energien statt konventionellen Energien, wie fossilen Energieträgern. Andererseits haben die Bildungseinrichtungen selber einen sehr hohen bürokratischen Aufwand, aufgrund dessen, dass es öffentliche Einrichtungen sind. Genauso ist auch die Installation von zum Beispiel erneuerbaren Energien wie der Photovoltaikanlage oft sehr schwierig. Die Nutzungsrechte liegen nicht bei den Bildungseinrichtungen selber, sondern zum Beispiel bei den ArchitektInnen. Wenn man jetzt noch mal ein bisschen genauer reinschaut, wie ist denn dann die Lage aktuell an den Hochschulen? Die Grafik zeigt die Verteilung von 719 Universitäten weltweit nach ihrer Nachhaltigkeit. Mit knapp 50% deckt die mittelhohe Nachhaltigkeit einen Großteil ab. Klingt erstmal viel, aber eine mittelhohe Nachhaltigkeit bedeutet nur, dass zwar grundsätzlich ein Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit vorhanden ist, es aber keine konkreten Ziele und Zielsetzungen gibt, genauso auch eine zeitliche Einschränkung dazu. Selbst eine hohe Nachhaltigkeit ist keine perfekte Lösung. Trotz einer EMAS-Plus-Zertifizierung, also einem Umweltmanagement-Gütesiegel der EU, bezieht die Nachhaltige Hochschule Weinstephan-Triesdorf, welche als Prestigeobjekt für Nachhaltigkeit gilt, immer noch rund ein Drittel ihrer Energieressourcen aus konventionellen Energien. Im Allgemeinen lässt sich also feststellen, dass es grundsätzlich kein hochschulübergreifendes Konzept gibt. Jede Hochschule und Universität kann selbst entscheiden, ob und wie sie nachhaltig agieren möchte. 15 von rund 33 Universitäten und Hochschulen in Bayern haben überhaupt ein Nachhaltigkeitskonzept. Grundsätzlich ist also ein Bewusstsein vorhanden, aber keine konkreten Ziele und auch zeitlichen Einschränkungen. Wie kann also etwas verändert werden? Zum einen können Hochschulen und Universitäten konkrete freiwillige Maßnahmen formulieren und das Ganze auch weiter an Studierende und Mitarbeitende weitertragen. Das kann zum Beispiel Einfaches sein wie Papiersparen oder Papieränderungen, genauso auch autofreie Zonen einrichten oder die Förderung von Fahrrädern, genauso auch das Thema Ernährung vermehrt mit aufgreifen. Außerdem Zertifizierungen verpflichtend übernehmen. Das enthält dann eine konkrete Zielsetzung und damit auch zeitliche Einschränkungen. Wie bereits erwähnt, ist ein gutes Beispiel dafür die EMAS-Zertifizierung. Das Ganze eben dieses Umweltmanagement-Gütesiegel der EU. Das heißt, es werden konkrete Ziele formuliert und diese müssen innerhalb von einer definierten Zeit umgesetzt werden. Das kann, meistens ist das definiert auf ein Jahr und das Ganze muss erreicht werden und auch um jedes Jahr weiter gesteigert werden, damit eine komplette nachhaltige Hochschule kommt oder existiert. In der Lehre ist die Aufnahme von Nachhaltigkeit ins Lehrprogramm besonders wichtig. Bildung und Aufklärungsarbeit zur Nachhaltigkeit und Klimakrise muss geleistet werden. Das Ganze kann schon sein in einem in der Betriebswissenschaft zum Beispiel als ethisches Verantwortungsbewusstsein, dass man sowohl ökonomisch als auch ökologisch agieren kann und auch sollte. Genauso auch die Forschung in die Nachhaltigkeit etablieren. Das bedeutet, dass Forschungsprojekte gezielt nach Lösungsansätzen für Nachhaltigkeit suchen. Oder auch, dass man im Allgemeinen nachhaltige Praxisbeispiele benutzt. Genauso auch die Interdisziplinarität. Das heißt, verschiedene Fachbereiche werden zusammengebracht und gemeinsam wird dann an Problemen und Lösungen gearbeitet.
Studierende können über eine passive Akzeptanz mitwirken. Nicht jeder muss sich effektiv aktiv einbringen. Nachhaltigkeit bedeutet aber Veränderung. Und es muss ein grundsätzliches Verständnis dafür passieren oder dafür entstehen, dass es nicht so weitergehen kann, wie es bisher ist. Eine aktive Mitgestaltung, wie zum Beispiel im Green Office, ist dagegen auch sehr sinnvoll. Das Green Office ist ein Sprachrohr zwischen Hochschulen und Universitäten und Studierenden selber. Das Ganze ist eine Zusammenarbeit mit der Hochschulleitung und es werden zum Beispiel Aktionswochen gebildet, genauso auch Infotage, Aufklärungsarbeit, aber eben auch die Ansichten der Studierenden vertreten. Es wird Bildung geschaffen und somit kann viel dazu beigetragen werden, dass die Studierenden etwas verändern. Aber warum das Ganze jetzt? Hochschulen haben als Ganzes mit der Lehre und den Studierenden zusammen eine Vorbildsrolle. Und es sollte auch grundsätzlich ein Bewusstsein dafür entstehen, dass die Bildungseinrichtungen ein Informationsspektrum sind und damit auch eine Informations- und Aufklärungsfunktion gegenüber BürgerInnen haben. Außerdem würde dadurch ein Wettbewerbsvorteil entstehen. Wenn die Universitäten und Hochschulen nach der Nachhaltigkeit gerankt werden würden, könnte das Thema so wichtig werden, dass auch zum Beispiel Hochschul- und Universitätsentscheidungen von Studierenden davon abhängig sind. Gemeinsam können wir eine nachhaltige Veränderung schaffen, damit aus Nachhaltigkeit und Hochschule Nachhaltigkeit ist Hochschule wird. Ja. An dich, Laura, und danke euch beiden für diese inspirierenden, wie ich finde, Vorträge. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit in der Session und die können wir gerne dafür nutzen, um vielleicht ein paar Fragen oder auf andere Wortmeldungen aus dem Publikum einzugehen. Genau. Dafür wäre jetzt die Zeit. Ihr könnt euch über die Broadcast-Option melden, links in der Spalte oder den Chat, wenn ihr nicht sprechen möchtet. Oder vielleicht habt ihr gegenseitig Fragen an euch, wenn ihr im ähnlichen Bereich unterwegs seid. Was ich vielleicht noch dazu erwähnen kann, die Green Office oder zum Beispiel mein Green Office arbeitet tatsächlich auch mit der Public Climate School zusammen. Und das ist insgesamt eine große Kooperation, die jetzt stattfinden wird. Also haben wir jetzt hier, obwohl wir uns gar nicht kennen, auch schon hochschulübergreifend sind schon Verbindungen entstanden. Also, genau. Ja, ich war auch schon am Grübeln so während deines Vortrags, ob es da vielleicht schon so irgendwie Überschneidungen gibt. Also ich bin auch beim Netzwerk N noch mit dabei. So, das ist ja auch so ja, der Dachverband der ganzen Green Offices irgendwo, wenn man sich da anschließen möchte. Und ja, also das finde ich halt auch immer cool so an dieser ganzen Umgebung, dass man zusammenarbeitet, ohne sich zu kennen so und irgendwie an dem gleichen mitschraubt und dann sich hier trifft bei so einer Veranstaltung und merkt, oh ja, man hat ja schon irgendwie miteinander Berührungspunkte gehabt. Macht ihr dann auch, dass ihr irgendwie die Public Climate School vor Ort umsetzt oder beteiligt ihr euch eher am bundesweiten Programm dann? Beides so ein bisschen. Also wir haben jetzt, ist jetzt ein bisschen bei uns gespalten worden. Also wir haben tatsächlich auch, also habe ich eine AK mitgegründet oder es wurde eine AK gegründet, Nachhaltige Bildung. Und da haben wir schon immer als Studierende sind wir in die Hochschulen gegangen und haben Vorträge gehalten über Nachhaltigkeit, erneuerbaren Energien etc. mit Praxisbeispielen. Also wir haben da auch eine eigene PV-Anlage und zum Beispiel auch ein eigenes Windrad und die Kinder mussten es da zusammenbauen und so weiter. Und deswegen haben wir da die Kooperation gestartet, dass die Public Climate School zusammenarbeitet mit uns unter einer AK Nachhaltigen Bildung und der Hochschule, wo wir dann auch eben nochmal in Schulen gehen, aber auch bei uns das Dozierende, das auch verbreiten, eben die Public Climate School in der Woche vom 7. bis zum 11., glaube ich. Ja, genau. Ja, mega cool, oh mein Gott. Das ist immer so schön, auch weil ich ja jetzt fast so ein bisschen weitergezogen bin, also ich mache noch viel. Hier ist eine Push-Nachricht gerade aufgekommen, wahrscheinlich bei uns allen. Genau, aber so ich bin halt gerade so voll im Zukunftsmodul drin und in der Climate Con, so, weil man sich einfach
jetzt mittlerweile darauf verlassen kann, so die Public Climate School, die läuft halt. So, ja. Das klappt und Leute sind irgendwie begeistert für diese Idee und setzen es dann auch weiter um und da kommt immer wieder irgendwie neue Initiative rein und irgendwie neue Leute dazu. Also wir hatten jetzt auch so ein gemeinsames Planungswochenende von der ClimateCon und von der Public Climate School und es war so schön zu sehen, nachdem man irgendwie ein halbes Jahr nicht bei der Public Climate School war, dass halt ein Drittel neue Leute dazu gekommen ist tatsächlich. Ja. Ja, so davon leben halt Studi-Projekte ja so ultra, weil man halt irgendwann ja auch fertig ist mit seinem Studium. Ja. Ja, ist voll schön. Ja, das hört sich doch gut an, dass hier schon so wichtige Kontakte geknüpft werden. Ja, und ich wollte noch jetzt kurz vorm Ende alle darauf hinweisen, dass wir diese Thementische jetzt eingerichtet haben. Das war auch die Push-Nachricht von eben. Genau, dass Sie die Thementische bzw. Netzwerktische gerne nutzen können. Sie finden sie dann, wenn Sie in die Lobby zurückgehen, unten rechts. Also genau, wenn Sie sich noch zu den besprochenen Themen austauschen möchten, dann gerne diese Möglichkeit nutzen. Ja, ansonsten bedanke ich mich nochmal bei allen und wünsche noch viel Spaß mit dem weiteren Programm. Danke, danke. Auch. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss.